Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Der Aktionär TV-Interview. Die US-Arbeitsmarktdaten, die haben dem DAX einen deutlichen Schub nach oben gegeben. Und darüber und über die aktuelle Lage an den Märkten spreche ich jetzt mit Jochen Stanzel von CMC Markets. Herr Stanzel, die Anleger haben ja sehr positiv auf den US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Wie interpretieren Sie denn die Daten jetzt? Also man hat ja diese Daten deswegen so mit hoher Erwartung und mit Spannung erwartet, weil die den Ausschlag hätten geben können für den Zinsschritt, der ja in 2 Wochen ist, ja die US-Notenbank-Sitzung. Und da gab es im Vorfeld Äußerungen, dass die Arbeitsmarktdaten für August da ganz wichtig sein werden, dass sogar den Ausschlag geben könnten, sagte Stanley Fischer, der Stellvertretende von Janet Yellen, den Nummer 2 in der Fed. Jetzt sind diese Daten ja nicht schlecht gewesen. Das kann man ja nicht schlecht reden. Allerdings waren sie nicht so stark, als dass jetzt die Märkte das dahingehend interpretieren würden, dass jetzt wirklich da an der Zinsschraube gedreht wird in 2 Wochen. Das wird nicht stattfinden. Die Wahrscheinlichkeiten sind zusammengebrochen, die am Markt wirklich veranschlagt werden. Auch für den November rechnet man jetzt nicht damit, dass da eine Woche vor den Präsidentschaftswahlen ein Zinsschritt gemacht wird. Also hat man jetzt noch bis zum Dezember Zeit, bis man sich da wirklich ernsthaft Gedanken machen muss. Also das Thema ist aus den Märkten raus. Von Amerika nach China. Am Wochenende hat ja in China das G20-Gipfeltreffen begonnen. Welche Neuigkeiten gibt es denn da? Also da sage ich mal ein Ritterschlag für die Chinesen, dass sie das sage ich mal da die Gastgeber sein durften, haben sich da also sehr erfreut gezeigt. Es sind hier ganz viele Staatsoberhäupter mit sehr sehr unterschiedlichen Geschichten dorthin gegangen, mit sehr sehr unterschiedlichen Interessen. Ein Interesse eint allerdings alle. Und das ist das Wachstum, das einfach in der Weltwirtschaft weiterhin sehr schwach ist. Man hat jetzt, und das sagte auch die Bundeskanzlerin, sich darauf geeinigt, dass man irgendwo mehr Wachstum haben möchte. Ja, das ist jetzt letztendlich ein Lippenbekenntnis. Das ist eine Botschaft, die nicht groß überraschend ist. Die Frage ist, wie wollen Sie das machen? Die Regierungen sind ja allesamt fast mit dem Rücken stehen sie zur Wand, was ihre Schuldensituation angeht. Vielleicht Deutschland nicht so stark, aber in den USA, die Defizite gehen jetzt wieder nach oben, weil die Steuereinnahmen und das Wachstum nicht nachkommen. Also das Problem war Wachstum und das Versprechen, das kam jetzt aus China, dass es hier irgendwelche Stimuli geben soll. Wie die aussehen, wann die kommen, in welchem Umfang, keine Ahnung, da gab es keine Details. Schauen wir jetzt mal auf den deutschen Leitindex. Welche Marken sind Ihnen jetzt wichtig, Herr Stanzel? Nach oben 10,8, nach unten 10,4. Viel komplizierter braucht man das derzeit nicht machen. Wir sind über die 10.500 gegangen im Sommer. Jetzt kommt ja langsam das Volumen wieder zurück. Wir brauchen die Bestätigung mit dem Ausbruch über 10,8. Das war letztendlich das Ausbruchshoch, das wir im Sommer hatten. Und wenn wir jetzt mit Volumen, jetzt sind die alle wieder aus dem Urlaub zurück, der Handel geht hier wieder, also das Volumen kehrt zurück an die Märkte. Wenn wir jetzt die Bestätigung bekommen in einem höheren Hoch, wäre das letztendlich ein bullisches Signal aus Sicht der Charttechnik. Viel tiefer als 10,4 sollte es allerdings dann auch nicht mehr gehen. Und am Donnerstag äußert sich ja die EZB zur Geldpolitik. Was erwarten Sie denn sich jetzt von Mario Draghi? Ja, also es ist kaum jemand zu finden, wenn Sie da unten jetzt oder irgendwo in den Handelssälen sind und eine Umfrage machen und die Leute fragen, glaubt ihr, dass Mitte März 2017 die Ziele der EZB erreicht sind, was die Inflation angeht und was das Wachstum angeht? Da wird man einhellig die Antwort bekommen, nein, glauben wir nicht. Und deswegen muss wahrscheinlich auch dieses Kaufprogramm, Anleihekaufprogramm der EZB zeitlich ausgeweitet werden. Und wenn es zeitlich ausgeweitet wird, zum Beispiel von März 2017 auf Ende 2017, dann hieße das auch, dass es quantitativ ausgeweitet wird. Also das Volumen, das Geld, das Mario Draghi in die Hände nehmen wird, um private Anleihen zu kaufen, Unternehmensanleihe, Pfandbriefe, aber auch Staatsanleihen. Das wird ja monatlich, ist das ja ein Fixum. Und umso mehr Monate er da jetzt da am Ende dranhängt, umso größer wird das ganze Programm. Das erwartet man, dass das jetzt kommen wird am Donnerstag. Wenn nicht am Donnerstag, dann in der Sitzung Oktober oder spätestens Dezember. Bis dahin erwartet es jeder, dass Mario Draghi die Geldschleusen noch weiter aufdrehen wird. Also das ist der Kurs der EZB, ist letztendlich aber auch der Kurs der US-Notenbank für die nächsten Monate. Tiefe Zinsen und das erfreut die Aktienmärkte. Herzlichen Dank, Jochen Stanzel, für die Einschätzung. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder mit dem Der Aktionär TV-Interview. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.